Ja, guten Morgen, Sonnenschein, beziehungsweise wem du es heute kannst besorgen, dem besorge es auch morgen. So oder vollkommen anders möchte ich in mein neuestes Video starten, meine lieben Freunde. Ich war eine Weile nicht da, warum könnt ihr euch sicher denken, dazu wird es allerdings nochmal ein gesondertes Video geben. Eigentlich wollte ich das Simracing Expo Video veröffentlichen, aber ich muss erstmal wieder so ein bisschen reinkommen, ja, hier wieder in so eine Kamera zu quatschen. Also mache ich einen kurzen Quickie und zeige euch die Le Mans LED Rennstrecke für die Wand von racetrack.de. Herr Löblich, hör mir den Blödsinn auf. Und damit Halli, Hallo und ein kleines bisschen auch Hallöchen, meine lieben geneigten Simracing-Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier ist der Herr Löblich. Ich mache endlich mal wieder ein Video. Es wurde Zeit, ich hatte die ganze Zeit schon Bock. Aber ich muss noch so ein bisschen viel für das Simracing-Expo-Video machen. Und deswegen prokrastiniere ich da hart. Heute kommen wir zu was anderem. Im Gegensatz zum Nürburgring, den ihr schon kennt, befindet sich um die LED-Rennstrecke von Le Mans eine, ihr habt es sicherlich schon erraten, ein LED-Band, welches man mit dieser Fernbedienung hier bedienen kann. Und das Ganze wird dann hier über ein Stromkabel mit USB-Schnuffi, wo ist er? Hier steht Monaco im Weg. Wird dann über so ein USB-Stromschnuffi mit Strom versorgt. Die Rennstrecke ist an ihrer längsten Stelle von da nach dort. Jetzt müsste ich wissen, wie die Kurven heißen, dann würde es auch noch ein bisschen professionell sein. 50 cm lang ist an dieser Stelle 20 cm breit. Die Rennstrecken, wie sagt man, die Fahrbahnbreite beträgt ungefähr 1,2, 1,3 cm. Ich habe hier so ein olles ausgenuddeltes Bandmaß, da konnte man das nicht so richtig sehen. Und von der Wand steht sie circa 2 cm ab. So, über die Fernbedienung kann man die LED-Beleuchtung dunkler und heller machen. Man hat verschiedene Tasten für die verschiedenen Farben. Ja, also wenn man zum Beispiel Rot, Grün oder Blau oder Weiß drückt, dann leuchtet sie dauerhaft in der Farbe. Da gibt es dann auch nochmal verschiedene Abstufungen. Ja, es fehlt natürlich das große Licht wieder. Oh, wobei es geht eigentlich, man sieht es gar nicht so schlecht, weil ich habe hier hinten noch den Scheinwerfer an. Da gibt es dann noch verschiedene Abstufungen. Ja, Rot, ein bisschen Rot, so ein bisschen Rosa und Gelb und Blau und ein bisschen Blau und Grün und ein bisschen Grün. Und hier drüben... Jetzt hoffe ich, dass er jetzt schnell genug hinterherkommt. Na, genau. Hier haben wir verschiedene Modi, in der man sich die LEDs verhalten lassen kann. Ja? Und da kann man hier zum Beispiel, kann man sie blinken lassen. Oder man kann sie durcheinander faden lassen. Oder man kann sie nochmal durcheinander faden lassen. Das kapiere ich nicht so richtig. Es gibt halt einmal Strobe. Dann gehen sie wahrscheinlich an und aus. Und wechseln dabei die Farbe. Dann gibt es Fade. Und dann gibt es hier unten Smooth. Das ist sehr, sehr smooth, wie ich finde. Jetzt können wir hier oben über diese Tasten, wenn wir eine einzelne Farbe eingestellt haben, die Helligkeit einstellen. Ja? Von ganz dunkel. Ich probiere es mal so dunkel wie möglich. Ach nee, das ist jetzt nicht eine einzelne Farbe. Warte mal. Ich mache hier mal weiß an. So, jetzt können wir es von ganz dunkel. Es flackert dann so ein bisschen. So, dunkler geht's nicht. Bis ganz hell. Kann man das einstellen. Und die gleiche Taste ist zum Beispiel dafür da, wenn wir jetzt hier einen dieser Modi am Rand nehmen. Zum Beispiel hier unten Fade. Ne, wobei wir machen das mal bei einem hier, wo man es ein bisschen besser sieht. Flash. Ja, und jetzt kannst du hier über diese Taste, kannst du den Flash quasi schneller machen. Wenn du länger drauf bleibst, wird halt immer schneller, immer schneller, immer schneller. Bis du irgendwann hier fette Disco-Beleuchtung hast. Das finde ich schon ganz schön geil. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man das ganz langsam anmacht. Und dann hier unten irgendwie so einen sanften Übergang, so smooth. Ne, Fade ist es. So, und den macht man jetzt ganz langsam. Und dann wechselt der so ganz langsam die Farben. Das ist eine schöne ambiente Beleuchtung, finde ich.
So, und wenn man jetzt noch hier die Oschersleben-LED-Rennstrecke dazu anmacht, dann gibt es doch ein ganz nettes Bild hier. Schön sieht das aus. Schmatzi, schmatzi, guti feini. So, dann zeige ich euch noch einmal kurz, wie es aussieht, wenn man das Licht ganz ausmacht. Machen wir mal hier hinten noch den... wo ist er? Jetzt steht da immer noch mein Essen rum. Das ist mir schon irgendwie ein bisschen unangenehm. So, jetzt sind hier hinten noch zwei so kleine Funzeln auf dem Schreibtisch an, aber das stört uns ja nicht weiter. Es hat immer jemand gefragt, ob man damit ein Zimmer beleuchten kann. Also wenn man so ein paar aufhängt oder die 92 cm Variante davon, dann kann man das bestimmt. Ich würde jetzt kein Zimmer damit beleuchten. Ich finde allerdings, dass es ein schönes Ambiente-Licht macht, da wo es hängt. Also ich würde mir das zum Beispiel auch über den Fernseher hängen im Wohnzimmer, wenn ich da nicht noch an die Meinung anderer Leute gebunden wäre. Übrigens ist mir gerade beim Nachgucken des Preises aufgefallen, dass die falsch hängt. Ich habe sie zwar nicht aufgehängt, aber natürlich zeugt es nicht gerade von, wie sagt man, Intelligenz, wenn man nicht merkt, dass die Rennstrecke eigentlich so rumgehört. Ach Leute, ja, hat's der Löbi mal wieder gerissen, geil. Naja, so, machen wir das Licht wieder an hier. So, das Licht ist wieder an, ich bin wieder da. Eine Sache interessiert euch bestimmt noch brennend, und zwar der Preis. Der liegt bei der laut Webseite 49 cm Variante bei 129 Euro inklusive 19% Mehrwertsteuer. Die ist aber 50 cm, das heißt, ihr kriegt mehr für das Geld. Die gibt es auch noch in 92 cm Breite, da kostet sie dann 110 Euro mehr, also 239 Euro mit dem Kennwort löblich. Ja? Gibt es allerdings dauerhaft 15% Rabatt, ausrechnen müsst ihr euch das jetzt selber, das kriege ich jetzt nicht hin. Ist dann aber auf jeden Fall weniger. 130, 10%, 13, 5%, Hälfte, 6,50, ja, dann war immer bei knapp 20 Euro Rabatt. Geil, meine lieben Freunde, in der rechten oberen Ecke befinden sich meine sozialen Netzwerke. Ich bin jetzt auch bei Instagram. Schaut mal rein, ich poste ziemlich viel, vor allem von meiner neuen Arbeit als Tonmann und Kameraassistent in einem Kamerateam in Berlin. Dazu aber in einem Löwi-Talk später mehr. Es freut mich, dass ich wieder ein Video gemacht habe. Ich hoffe, es freut euch auch. Bis bald, der Löwi. Peace.